Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Letztens von einer hübschen Frau im Café angesprochen worden. Hallo, sind Sie nicht zufällig Single? Ja. Dann brauchen Sie den zweiten Stuhl ja nicht. Lieber Autofahrer, trinkt Rotwein. Den sieht man bei der Blutprobe nicht. Kennt ihr die Leute, die früher immer ihr Federmäppchen so hingestellt haben, dass man nicht abschreiben konnte? Die arbeiten heute alle beim Ordnungsamt. Je besser der Schlaf, desto staubsaugiger die Mutter. Lieber zwei Damen im Arm, als zwei Arme im Darm. Wir sind im Kino gewesen und du hast mich nicht einmal geküsst. Spinnst du? Ich hab dir einen geblasen. Mir? Warum nennen sich Medizinstudenten eigentlich schon Mediziner? Philosophiestudenten nennen sich ja auch nicht Taxifahrer. Ich wäre so gerne der Typ von meinem Lebenslauf. Stell dir mal vor, du arbeitest beim Arbeitsamt und kündigst. Dann bist du ja am nächsten Tag wieder da. Hoch die Hände, Monatsende! Frank 42, Bankräuber und knapp bei Kasse. Frauen finden mich hässlich, bis sie merken, wie viel Geld ich habe. Dann finden sie mich arm und hässlich. Du kannst Worte nicht zurücknehmen, genauso wie das Klopapier, das du runterspülst. Das Problem ist, dass wir aus dem schnellsten Sperma stammen und nicht aus dem klügsten. Wie sollen Wale in der Evolution voranschreiten, wenn ihr sie immer wieder zurück ins Meer schiebt? Ach ja, früher, als die Erde noch eine Scheibe war und man die ganzen Idioten einfach alle vom Rand stoßen konnte. Nachdem mir kein Sport zu extrem ist, spiele ich Motorrad-Domino vor dem Banditos-Clubhaus. Der frühe Vogel hat auch nichts davon, wenn seine Freundin morgens eine Stunde lang das Bad blockiert. Es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die in der Dusche pinkeln, und Lügner. Elende Lügner. Wer noch einmal der Gerät sagt, der gerät in Schwierigkeiten. Bei mir im Viertel schieße ich immer aus dem Fenster, damit die Miete stabil unten bleibt. Ich lerne aus den Fehlern der Menschen, die mein Rad angenommen haben. Die Polizei fasste neulich einen 14-jährigen Mörder. Oder wie ich ihn nenne, Pubertäter. Bist du bekloppt und nicht plemplem? Dann abonniere Master Jam.